Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Mordors Schatten. In der letzten Folge haben wir ja nochmal ein bisschen Nebenmissionen gemacht und ein bisschen Zeug gesammelt und gesucht und auch ein paar große Mastschlägereien gehabt. Man sieht gerade noch, wie die alle abdampfen. Da unten liegt noch die Klinge, die wir durch die Tötung errungen haben. Und in dieser Folge wollten wir uns mal der neuen Hauptmission widmen. Falls ihr davor nicht zugeguckt habt, handelt es sich um der schwarze Hauptmann. Die haben wir freigeschaltet und da bin ich auch gespannt. Und weil ich das gerade sehe, was ist hier? Ich schließe weitere Hauptaufträge ab zum Freischalten. Wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht nochmal ein Gebiet? Man weiß es nicht. Mal schauen. So, sind die Kumpels hier alle weg? So gut wie. So. Schleich mal kurz dahin. Na, sag mal ein. Hallo? So. Sylvanische, und das habe ich schon wieder nicht schnell genug lesen können. Ja. Ja. Wer zuletzt lacht und so. So, dann machen wir mal hier den Super Sprint. Was ziemlich cool ist. Das geht gut aufs Fokus. Oh, hier können wir was einsammeln. Das nehmen wir mal mit. Schadet nicht. Ein bisschen Gesundheit hatten wir schon verloren. Da ist nochmal was Blaues zum Einsammeln. Das nehmen wir natürlich auch mit. So. Sehr gut. Am Bein hat er ihn rangezogen. Du und ich gar nichts, wir beide hier. Flammen. Hier liegt nochmal wieder was. Also es ist wirklich so, dass die Zahl unten da, die 1 ganz unten an der Minimap, ich habe es vorher einfach nie gesehen, das ist die Anzahl der Elbengeschosse. Tja, wenn man da mal regelmäßig hätte aufgepasst, hätte ich das auch schon lange bemerkt. Ihr habt das sicherlich schon gesehen. So, das Kräutlein hier nehmen wir auch noch mit. Pfeifenkraut, Alter Tobi gibt's hier gar nicht, wa? Alter Tobi. So. Der schwarze Hauptmann. Gortauer ist gefallen und die schwarzen Hauptmänner haben deine Herausforderung angenommen. Versammeln. Mit den Dienern Saurons kann sich keiner von euch messen. Führt eure Männer aus Mordor heute Nacht, oder ihr seht den Morgen nicht. Es gibt einen versteckten Tunnel zum Schwarzen Tor. Erin, es ist Zeit. Leb wohl, mein Freund. Ruhe und Frieden. Und die Häuptlinge haben diesem Frevel einfach tatenlos zugesehen. Sie starben alle in der Schlacht, mein Herr. Alle, außer mir. Häuptling Redback. Was für ein Zufall. Du hast es überlebt. Wow. Bring mir den Kopf.
dieses Grabwandlers. Hol ihn dir doch selbst. Der Waldläufer vom Schwarzen Tor. Wo war dein Mut, als wir dein Weib geschächtet und deinen Sohn aufgeschlitzt haben? Tötet ihn! Zurück in die Erde, Grabwandler! Was? Alter! Was war das denn gerade? Ist das alles, was du kannst? Boah, nein, der geht ja ab. Oh Mann. Ich bin hier gerade ein bisschen konzentriert. Also nicht wundern. Wenn ich hier nicht so viel sage. Halt deinen Mund. Wahre Schmerzen, ich könnte das ja nicht. So, erstmal schalten wir die hier aus. Wenn wir dazu kommen. Ach komm, den haben wir doch jetzt schon zweimal irgendwie die Klinge reingejagt. Jetzt teile ich die Hiebe aus. So, nee, machst du gar nicht. So, und ich habe gerade gesehen, der kann auch benommen sein. Oh, der kann auch so eine Scheiße. Das können wir auch. Der dunkle Herrscher wird obsiegen. Oh, der lässt mich gar nicht rüberspringen. Fügt ihm nun den Todesstoß zu und beweist mir euren Wert. Abschau. Und wenn das immer mehr auch. Ist das alles, was du kannst, Grabwandler? So, komm her. Waldläufer, Zeit zu sterben. Nee. Boah. Du magst aus dem Grab gestiegen sein, doch nun sollst du immer aus. Zatsch. So schnell kann ich gar nicht die Leertaste drücken hier. Wie der mir hier ein paar verpasst. Zurück in die Erde, so, Grabwandler. Dich nehme ich auch noch. Erfindrichtung. Ich zeige dir, was war. Geht das? Ja, das geht. So, ein bisschen was haben wir ja schon verpasst. Aber viel haben wir nicht mehr. Die Elben geschossen nehmen mit und dann kämpfen wir immer weiter. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu viel auf den Deckel kriegen. Die erste harte Nuss. Oh, der hat seine eigenen Freunde getötet. Jetzt hast du mal gesehen, wozu ich fähig bin. Mann. Dies ist nicht deine Zeit. Entschuldigung, dass ich mich gerade räuspern muss. Ich habe hier einen leichten Frosch im Hals. So. Ja, gleich habe ich dich. Du mich zwar auch, aber. Wie schmeckt dir deine Rache, Talion? Ist die Dunkelheit nicht ach so süß? Dein Handeln war mehr als Vorschnell. Wir hätten noch viel erfahren können. Er hat meine gesamte Familie vor meinen Augen ermordet. Was hättest du getan? Sprichst du auch mit den Lebenden? Oder bloß mit den Toten? Wer bist du?
Mein Name ist Litariel. Ich stamme vom Nonnenmeer. Meine Mutter sagte, du würdest kommen. Hier bist du. Nun, Litariel vom Nonnenmeer. Du wärst besser geblieben, wo du warst. Hier gibt es nichts außer dem Tod. Lady Marwyn, die Königin des Meeres, wünscht dich zu sehen. Sie sah dein Unglück in ihren Visionen. Eine Königin mit Visionen? Visionen über die Rückkehr des großen Celebrimbor. Sie möchte ihm etwas darbieten. Und was will sie ihm darbieten? Das weiß ich nicht. Ich muss Vorräte sammeln. Der Rückweg nach Norn ist lang und gefährlich. Mein Lager ist in der Nähe. Es wäre mir eine Ehre, dich zu begleiten. Abgeschlossen, der schwarze Hauptmann. Ja, cool. Wir haben den Hammer Saurons besiegt. Doch noch fehlen die schwarze Hand und der Turm. Und ihr Herrscher. So, ich sammle mal hier das Kraut noch kurz ein. So, wir brauchen nur noch Weizenkraut. So. Okay, wir haben jemand Neues kennengelernt. Und wahrscheinlich auch alles, was der Turm tun muss, ist eine kleine eine kleine Drehung der Geschichte. Und wo wir hier übrigens gerade sind und gekämpft haben, das war am Fuße der Statue, die wir kaputt gemacht haben. Habt ihr vielleicht gerade gesehen? Ich zeig's nochmal kurz. Da unten lag der Kopf. So, ihr interessiert mich hier gar nicht. Warte, ich rieche. Weil hier ist irgendwo angeblich etwas. So, aber ich will mich euch gar nicht mit euch abgeben. Ich mach mal hier einen flinken Sprint. So, ist das das Kraut, was ich brauche? Nope. So, ich gehe mal hier in das Gebüsch und schau mal kurz. Okay, da wäre die nächste Mission, der Bote. Und wir müssen erstmal noch weitere Aufträge abschließen. So, namenlose Kreaturen. Und die Belagerung des Schattens, das können wir nochmal kurz mitmachen. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht in der Hauptmission auch. Ich habe leider ihren Namen schon wieder vergessen. Es fällt mir immer ganz schwer, mir einen Namen zu merken. Weil da vorne ist gerade ein Kraut, was wir brauchen. Oh, nee, das ist das hier. So. So, da ist die Mission. Wieder eine Bogenschützenmission, die mag ich am liebsten. Die Belagerung des Schattens. Er lauerte unter den eisernen Mauern und ein jeder närrischer genug hinunter zu blicken, wurde einem schnellen Tode zugeführt. Annehmen. Schieße auf Fässer und Lagerfeuer, um sie explodieren zu lassen. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Ein paar Artefakte. Dann schauen wir mal. Buff. Wir dürfen uns nur in dem Bereich aufhalten. Dann stellen wir uns mal hier hoch. So. Was stand da gerade? Auftrag?
setzte Uruks in Flammen. Ach, wir sollen letztendlich aber nur die Schwerter ausschalten. So, hier ist natürlich jetzt nichts, was wir zum Explodieren bringen kann. So. Mann, müsst ihr nicht denn... Oh, dreimal hintereinander. Oh, der Pfeilhagel, der hier auch runterkommt. Ich hab gedrückt. Ich drück doch. Oh, habt ihr das gerade gehört? Das Horn? Ich verlasse das Auftragsgebiet doch gar nicht. Ich bin doch da. Alles cool. Also diese Schildmänner. Die muss ich mal kurz ausschalten. Ah, da ist der Fokus weg gewesen. So, jetzt pass auf. Über Köppi und... Pam, pam. Oh, was? Die ganzen Pfeile hier. Boah, du Made. Ich verlasse das Schlachtgebiet doch gar nicht. So, wie viele sind es denn noch, die wir brauchen? Drei. So. Erstmal die, die uns hier so nerven. Jetzt reicht's. Komm her. Wir müssen erstmal hier aufräumen. Das ist ja schlimm. Da ist wieder so ein Axioli. Das wollen wir gar nicht zulassen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das werden hier auch nicht weniger. So, und ich sehe hier aber auch nicht viele. Da oben ist einer. Au. Oh, was ist denn hier los? So, erstmal dich weg. Und dich weg. Und den weg. Gott, verdammte Axt. So, den weg. So. An die anderen komme ich gerade nicht, oder? Doch. Nee? Jetzt. Oh, also die war knifflig, muss ich gestehen. Dass man nur in diesem kleinen Bereich arbeiten konnte. Atzka, du hast die Legende deines Bogens Atzka zur Hälfte vollendet. Atzka wurde vom Geist erneuert, geschmiedet und seine Geschichte wurde ihm eingraviert. Beende Bogenaufträge, um die Legende, um deinen Bogen zu vollenden. Okay, cool. Hast du nicht? Nee. Warum soll ich das wollen? Kommen die jetzt etwa alle? Ja. Okay, ich bin weg. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. So. Da kommen schon wieder ganz viele Sklaven langgelaufen und da hinten auch schon wieder die wilden Bestien. Alles klar. Ich denke, wir machen hier einfach mal ein kleines Folgenpäuschen und sehen uns dann in der nächsten Folge. Also schön, dass ihr dabei wart und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit bei seid. Ciao, euer Kaizi.